Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DevMar Models. Willkommen zu einer neuen Videofolge hier für den Lamborghini Miura. Ja, im letzten Infovideo hatte ich schon angesprochen, mir sind ein paar Videodateien abhandengekommen. Deswegen machen wir jetzt einfach hier mit den frisch eingetrüttelten Heften weiter. Und zwar sind das die Ausgaben 9 bis 12. Ich zeige euch natürlich jetzt gleich als allererstes in der Nahaufnahme einmal sämtliche Baugruppen bis Ausgabe 8, damit ihr da einfach zumindest mal optisch auf dem aktuellen Stand sind, ne? Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Kleine Sache noch vorweg, ihr dürft natürlich gerne mal entscheiden, ob ich dieses oder jetzt hier den Lamborghini Miura, ob ich den als Schritt für Schritt, also wirklich jeden Schritt einzeln zeigen soll, oder ob es euch bei diesem Modell tatsächlich reicht, so wie mir auch, wenn man das Ganze einfach hier, so wie ich es beim Fiat schon mache, einfach kompakt zusammengefasst, das Ganze hier bauen. Also, auf eure Antwort bin ich gespannt. Schreibt es gerne unten in die Videokommentare. So, bevor wir natürlich mit Ausgabe 9 anfangen, zeige ich euch einmal sämtliche Baugruppen, die wir bis jetzt haben. Also, wir haben einmal hier einen Sitz oder eine Sitzschale. Ja? Dann hier das eine Rädchen. Das erste. Dann haben wir hier ein Teil der Motorgruppe, ist glaube ich der erste Block. Ich glaube, dass es zwei Blöcke sind, dann haben wir schauen. Dann hier zwei weitere Abdeckungen für den Motorblock. Dann gibt es eine erste Tür, die soweit auch zusammengesteckt und gebaut ist, ne? Was ich hier wirklich klasse finde, ist das mit diesem, dass wenn man hier mit dem Finger rüber fest, das fässt sich nicht einfach nur wie Plastik an, sondern so ein bisschen so gummiert. Ja, hier auch mit dem Stoff unten drin. Finde ich richtig genial. So, und zu guter Letzt haben wir noch hier einmal das Cockpit. Das ist auch schon so weit zusammengesetzt hier mit verschiedenen Beleuchtungen. Ja, genau. Also hier ist eine Beleuchtungs- Display oder hier, na, wie heißt denn das? Eine Leiterplatte mit einer LED, sagen wir es einfach so, dass hier hinten ist eine LED verbaut. Da kommen wir nicht im Bett durch. So, dann natürlich hier die verschiedenen Anzeigen, ne? Alles auch hier mit diesem, wirklich, wenn man drüber fährt, wie auch bei der Tür mit diesem gummierten Plastik. Auch hier sehr schön ausgearbeitet hier diese Lederperforierung, ne? Also dieses genähte, diese Nahten. Also das macht echt was her. So, war noch irgendwas? Ah ja, hier ist noch ein Lenkrad. Das habe ich hier noch im Beutel drin. Und da geht es dann, glaube ich, schon weiter. Ja, genau. Hier sind jetzt noch Aufkleber oder so Abziehbilder. Die brauchen wir aber noch nicht. Gut. So, schauen wir mal in die erste Tüte Nummer 9. Da kommt da ein Beutel mit zwei Blenden raus. Und hier einmal was in Schaumstoff eingepackt. Nämlich das, was ich vorhin schon dachte, das ist nämlich hier das nächste Motorblockteil. So, jetzt brauche ich natürlich noch die Anleitung. Okay, Anleitung habe ich mir jetzt auf dem Tablet vorbereitet. Und zwar haben wir jetzt hier in Ausgabe 9 die rechte Seite des Zylinderblocks und die seitlichen Abdeckungen. So, schauen wir mal. Die Abdeckungen kommen jetzt hier außen einfach nur so aufgesteckt. Das kommt da nur so drauf. Und was mich jetzt ein bisschen verwundert, wieso haben wir hier zwei Abdeckungen? Gut, als nächstes haben wir hier eine von den Blenden drauf machen. Gerade mal schauen, welche das ist.
Achso, man sieht es hier an der Form. Okay. So, die werden hier ebenfalls nur so drauf gesetzt. Ah, hier ist noch eins offen bei der ersten Druckgruppe. Okay. So, auch das wird dann nur so drauf gesteckt und dann war es das für den Arbeitsschritt schon. So, müssen das jetzt hier halt bloß auseinanderhalten. Das ist jetzt die Baugruppe, die ich ziemlich zum Anfang gebaut habe. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob ihr das gesehen habt. Na toll. Also, hier die kleinen Deckelchen an die Seite hier aufstecken bei beiden. So, also die vom ersten Teil, wo es jetzt kein Video gibt, ist glaube ich im Paket 5 bis 8 drin, also in der zweiten Monatslieferung, und das ist jetzt das von heute. So, dann geht es weiter mit Ausgabe 10, Zündverteiler und Abdeckung des Luftfiltergehäuses. Was ich ja sehr cool finde, ist, dass die Teile größtenteils schon vorlackiert sind, beziehungsweise sogar schon bedruckt. Ne? Hier sehen wir, hier sind Aufdrucke drauf. Da steht irgendwas mit Filter. Filter Aria. So. So, Schrauben A. Dann gibt es hier noch drei Plastiksteckerchen. So, und hier bei den Teilen müssen wir mal schauen. Hier sind jetzt innen ein L und ein R. Ne, dass wir die entsprechend auf den richtigen Seiten festmachen. Okay, wir sollen die Blöcke entsprechend mal hier zusammenstellen oder hinlegen. So, und die sollen jetzt mit Hilfe der Schrauben hier seitlich angebracht werden. So, links. Hier nur ein Stift rausgefallen. So, muss ich nochmal ankleben nachher gleich. Und dann haben wir jetzt hier noch den rechten, der kommt dann hier drauf.
So, okay. So, ich habe jetzt gerade eben noch hier den Filter hier zusammengesetzt. Ne? Da wird einfach bloß der Deckel hier oben eingesteckt und dann die drei schwarzen Schraubverschlüsse oben eingedrückt. Und damit sind wir schon bei Ausgabe Nummer 11, wo es darum geht, dass wir die erste Vergaserbatterie anfangen. So, wir haben jetzt hier ganz viele Kleinteile, seht ihr schon hier, ne? So, bisschen was. Wir haben hier zwei Metallstifte, ne? Die sollen wir als erstes, ich muss gerade mal schauen, wo das ist. Immer so ein bisschen halt das Teil halten wie in der Zeichnung, dass man die Position findet. So, und zwar haben wir jetzt hier 1, 2 kleine Stecklöcher. Da stecken wir jetzt mal diese Metallstifte ein. So. Im nächsten Schritt haben wir jetzt hier 3 Stück Verteiler, die aber alle unterschiedlich aufgebaut sind. Da müssen wir ein bisschen schauen. Und zwar haben wir zweimal welche, die gleich sind, und dann einen, der hat hier bloß keine durchgehende Kerbe, sondern nur eine angefangene Kerbe. Alternativ sehe ich aber auch gerade, dass hier in der Innenseite Nummern drin stehen. Also der hier hat zum Beispiel die Nummer 5, der die 4 und der hier die 3. So, dann sortieren wir uns die Klammer so. Was hier jetzt aber lustig ist, dass die von einem Verteiler 6 sprechen und nicht von der 4. Wieso haben die dann einen anderen Verteiler? Also optisch ist er zumindest der gleiche wie der 3er. Oder? Nee, der 3er sieht da anders aus. Also irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Ich gucke mir das gerade mal ganz genau an und gebe euch gleich Bescheid. Also ich habe die Teile jetzt nochmal mit der Zeichnung oder mit der Bauzeichnung abgeglichen. Die sind optisch zumindest alle gleich, auch wenn jetzt der eine andere Nummer hat. So, Verteiler Nummer 3 soll hier an das erste dran kommen. So, lass mal schauen, wie das hier funktioniert. Von ob ich es überhaupt doch richtig rum mache. Ich glaube, die müssen so rum drauf hier. Nee. Ach Mensch, Kalle. So, dann habt ihr kurz was zum Lachen. So, okay, dann nochmal. Also das ist dann der mit der Nummer 6. Der muss dann hier drauf. Und der mit der 5 muss hier drauf. Okay, was mich jetzt aber ein bisschen irritiert. Ah, okay. Die müssen wir umdrehen. Dass am Ende alle 3 nach oben zeigen. So, jetzt. Okay, also passend tut das Ganze so. Auch mit unterschiedlichen Nummern. Also legt euch einfach hier die Seite mit diesem bronzefarbenen Teil nach oben. Und dann müssen alle Rohre entsprechend dann nach oben weg zeigen. So, jetzt müssen wir bei diesen Scheiben hier einmal schauen. Die haben hier eine Abfräsung drin, also die Löcher sind nicht komplett rund. Und entsprechend sollen die jetzt mit den Muttern in Richtung
des Bauteils hier so aufgesteckt werden. Und dann sollen jetzt noch hier auf der Seite die Ansaugtrompeten eingesetzt werden. Die werden hier auch bloß so drauf gesteckt. Oh, hier müssen wir kleben, die ist sehr locker. Und die sitzt wieder fest. Okay. So sieht das Bauteil dann aus.